Hallo, hier ist die Sibylle von Kräuterkunst. Ich wurde gefragt, wie baut man eine Räucherzigarre und habe versprochen, ich zeige euch ein kleines Filmchen dazu. Zunächst müsst ihr euch ein gutes Baumwollgarn besorgen. Eins, was ich grundsätzlich immer noch lange draußen stehen lasse, in der Sonne, wo möglichst wenig Farbe drin ist, keine Isolierung oder sonst was, damit das gut mitverbrennt. Ich nehme immer gerne so ein ganz dünnes und das klappt bei mir ganz gut. Machen möchte ich heute eine Kräuterzigarre für eine Frau, die sagt, ich möchte gerne so ein bisschen mein Herz öffnen und aus der Schwermut kommen. Dafür nehme ich natürlich für das Herz das A und O, den Weißdorn. Wenn ihr da die ganz jungen Triebe nehmt, habt ihr da auch noch gar keine Stacheln dran. Ansonsten müsst ihr es gut umwickeln oder die Stacheln einzeln abzupfen oder mit den Stacheln leben. So, die lege ich so übereinander, wie ich ungefähr die Größe der Zigarre hinterher haben möchte. Als nächstes nehme ich die Gundelrebe. Die Gundelrebe steht nach Wolf-Dieter Stöhrl ganz klar für die Erdung. Und jemand, der sagt, ja, ich bin schwermütig, der könnte man denken, wäre gut angebunden bei der Erde, scheint es aber nicht zu sein. Die lege ich dazu. Zu viel Erdung wollen wir nicht, darum nur ein wenig. Dann habe ich mir überlegt, möchte ich die Zitronenmelisse dabei haben. Die Zitronenmelisse lasse ich jetzt hier hinten ein wenig überlappen. Die ist also fast doppelt so lang. Auf der anderen Seite genau das Gleiche. Auch hier lege ich die Zitronenmelisse ungefähr zur Hälfte drauf und lasse auf der anderen Seite überlappen. Das heißt, ich kann das Ganze hochnehmen und hinten die freie Hälfte umklappen, sodass sich das Ganze schon etwas kompakter gestaltet. Immer gut zusammendrücken, dann hält das auch schon ganz gut. So, jetzt bin ich noch nicht fertig. Ich möchte noch dazu das Mädelsüß. Mädelsüß steht auch für Öffnung des Herzens, für Leichtigkeit. Schön im Teutoburger Wald gesammelt. Auch das lege ich so drauf, dass die Hälfte oder mindestens ein Drittel immer übersteht. So, auch dann knicke ich das Mädelsüß wieder um. Und schon seht ihr, die Zigarre wird immer kompakter. Zu guter Letzt möchte ich jetzt das Kraut gegen Schwermut schlechthin mit reingeben. Das heißt, auch da lege ich wieder ungefähr, jetzt lege ich zwei Drittel und ein Drittel steht über auf die Zigarre. Das mache ich auch mehrfach und auf beiden Seiten. Einmal hier, ein Drittel drauf, zwei Drittel drauf, ein Drittel überstehen lassen. So, dann wende ich das Ganze und mache das Gleiche auf der anderen Seite. Johanniskraut drauf, ein Stück überstehen lassen, Johanniskraut drauf, ein Stück überstehen lassen. Wir gönnen der Dame noch ein wenig mehr. Da noch was dazu. Und auf der anderen Seite, na, jetzt kommt mal so ein kleiner Zweig hier, an die Ränder auch noch ein wenig. So, jetzt rolle ich das Ganze ein bisschen, verdrehe es miteinander und fange an, das letzte Drittel, was ihr hier seht, auch noch mal umzuklappen. So, und das halte ich jetzt gut fest und fange an zu wickeln. Einfach mit dem freien Ende zwei, dreimal rum und lasse das freie Ende ein bisschen überstehen. Und jetzt fange ich an mit dem langen Ende. Das Ganze erstmal grob zu umwickeln. So, jetzt bin ich schon bei der Hälfte ungefähr angekommen. Wenn ich bei der Hälfte angekommen bin, nehme ich mir das andere Ende und knicke das auch um. So, alles ordentlich umgeknickt. Und dann fange ich an, weiter zu wickeln. Und das Ganze mache ich so lange, bis das Ganze gut kompakt ist und verknote es dann einfach hier mit dem Ende. Und dann muss es ziemlich zügig an einem luftigen, aber nicht sonnigen Ort trocknen. Und fertig ist eure erste Kräuterzigarre.